Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.2. Wir sind gerade dabei, mal den Brückenbau mit Materialien zu versorgen. Ich bin jetzt mal eben dabei, hier Überführungskurse aufzuzeichnen. Einfach um das hier ein bisschen sauberer ablaufen zu lassen oder ein bisschen einfacher, dass ich nicht immer dabei sitzen muss, sondern dass ich einfach mal sagen kann, hey komm, machen wir mal. Da hinten fährt gerade mein Palettentransporter mit dem Kurs. Das ist ja schön zu sehen, dass der funktioniert. Der bringt uns jetzt gerade Zement dahin. Und ich zeichne jetzt gerade mal den Überführungskurs zurück auf. Jo, sehr realistisch wahrscheinlich. Ist mal schön gesprungen beim Deich rauffahren. Naja, wie dem auch sei. Ach, da unten wartet auch noch unser Feld 12 auf uns, was wir noch machen müssen. Naja, wird schon. Wird schon, wird schon. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir das hier auf die Reihe kriegen. So, es sind auch sonst schon bis auf Feld 4, wo immer noch Stroh abgefahren wird. Und Feld 12, was noch gar nicht abgeerntet ist, wird schon überall rein säuberlich. Ist schon alles angesät und wir können uns dann echt endlich mal um Produktionen kümmern. Weil da komme ich ja hier irgendwie sonst gar nicht zu. Und das ist dann echt ätzend. Muss man schon zugeben. Ja, also wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen Bier verkauft. Das hat uns irgendwie über 1 Million Euro schon wieder gebracht. Bei Aldi. Hier ist auch echt Banane. Das kann man nicht anders sagen. So. Führung. Brücke. Sand. Schön. Genau das holen wir nämlich jetzt auch. Wir holen jetzt Sand. Aber ja, schön. Funktioniert. Im Moment müsste das ja noch vorwärts gehen. Gucken wir mal, weil ja noch keine Stahlpaletten da sind. Die müssen wir gleich holen. Ganz vorsichtig sein hier, bloß nicht. Bloß nicht ins Wasser fahren, das wäre ärgerlich. Ach, da hinten liegen meine, ja, stimmt, da liegen ja meine beiden Fischkutter. Haben wir alles da außer Stahlpaletten, was wir zum
zum Bau brauchen. Und da fahren wir jetzt mal zum, zum Baumarkt, weil da spawnen die ja. Mal gucken. Große Paletten. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Wie viel ich bekomme für das Geld, was ich da reingetan habe. Und ich weiß auch nicht, wie viel von den Paletten ich wirklich brauche. Das muss ich dann mal gucken, wenn ich die erste Ladung abgeliefert habe. Die erste Palette steht da. Eigentlich war 10.000. Das eine kostet 40.000. Habe ich jetzt noch zwei Stück da raus oder was? Das ist ja auch nicht viel. Müssen wir mal wieder noch Geld organisieren. Jetzt den zweiten Auflieger. Also kann dann ja auch easy mit zwei Aufliegern hier mal fahren. Oh. Hey. Schön zu sehen, dass das funktioniert. Na, ich sag lieber nix. Ich sag mal so. Ich sag mal nix. Überführung, Brücke, Sand. Ach Mensch, ist das toll animiert. Das ist ja geil. Das ist soweit fertig. Ah. Wollte natürlich erst einmal auffüllen.
natürlich beides, Dünger und Saatgut, damit das dann für... Ja, auch Quatsch, sowas füllt man nicht vor der nächsten Saison da rein eigentlich. Bis dahin hat das ja schon so viel Feuchtigkeit gezogen, dass es gar keinen Sinn macht. Aber jetzt, in unserem Fall, machen wir das mal. Oh, wir haben auch nicht mehr viel Saatgut. Wir müssen auch Saatgut produzieren. Schön. Voll. Das ist nicht so schön. Aber geht ja jetzt erstmal scheinbar nicht anders. Ja, wunderbar. Das hat doch geklappt. Mit dem holen wir jetzt mal ein bisschen Kies. Dann mal schön abwechseln. Immer einmal Sand, einmal Kies. Was wir jetzt machen ist, wir kaufen uns jetzt ein Auto. Pickup. Ich hoffe, dass ich den drin habe. Ja, der soll ganz cool sein. Farbe ist eigentlich egal, ne? Solange es schwarz ist. Was ist denn? 100.000. Weiß ich. Okay. Naja, jetzt soll mal einer sagen, der sieht nicht fett aus. Ja, so ein Auto, nicht in Natura, ja natürlich auch schon mal richtig. Ne? So, was wir jetzt machen ist, erstmal Geldkassetten hier vom Dingenskirchen holen, die eintauschen. So, im Hofladen holen. Ah, die Dingenskirchen sind etwas erhöht worden. Kapazitäten der Geldkassetten. Warum auch immer jetzt dieses Flackern hier passiert. Ja, der ist wenigstens auch... Also entweder sind die leichter geworden. Also entweder hat Fed da was gemacht. Oder der Wagen ist einfach mal... Der Wagen hat einfach mal eine richtig geile Federung.
gut. Muss ich auch mal was gönnen, ne? So ein Auto privat will ich auch fahren. Definitiv. Eben machen wir es, ist hier eben. Schön. Hier auch noch mal vorwärts reinfahren. Solange da keine Stahlpaletten liegen, geht das alles. Tja, wie das hier so weitergeht und wo wir dann enden und was mit unseren Kursen ist und wie viel Geld wir verdienen und so weiter, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich und tierisch freuen würde ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!